Wo sind die Betten? Betten? Du hast lediglich davon gesprochen, bei mir übernachten zu wollen. Dafür sind die Holzdielen sicher weich genug. Weicher als ein nasser Felsbrocken, Herr. Vielen Dank, Quinton. Für deinen nächsten Besuch bei uns poliere ich schon mal den Boden. Den Dank kannst du dir sparen. Ich mache das nicht aus Nächstenliebe. Was du nicht sagst. Im Gegenzug für meine Hilfe werdet ihr mir etwas zur Hand gehen. Als die Valuta das Dorf besetzt haben, haben sie die Straße im Süden mit einer Barrikade versperrt und bei ihrem Abzug stehen gelassen. Vor eurer Weiterreise ist sie weg, klar? Zu Befehl. Hat länger gedauert als erwartet. War wohl deine erste Barrikade, was? Eine Frage der Übung, keine Sorge. Sicher. Wenn wir jetzt aufbrechen, sind wir bei Dämmerung am Cair. Oder willst du lieber warten? Genug gewartet. Also nach Süden. Es sei denn... Ich kenne noch eine Abkürzung. Hättest du gern, hä? Freund von Quinton ist doch mein Freund. Hoffentlich bist du zufrieden. Guten Tag. Komm zurück, mein Schatz. Noch eine Nacht ohne dich ertrage ich nicht. Die Straße führt über Lauberts Forstweg geradewegs nach Kernovant. Sag bloß, da willst du hin. Die Valuta werden sicher ringsum Wachposten aufgestellt haben, um bösen Überraschungen vorzubeugen. Hätte ich zumindest. Tja, du musst es wissen. Was haben die Valuta vor? Warum eine Feste erobern, die sie nicht halten können? Sie wollen sie gar nicht halten.
König führt was im Schilde. Der König? Trägt auf jeden Fall seine Handschrift. Und er hat sogar seine besten Leute hergeschickt. Da steckt noch etwas dahinter. Versucht. Kernovent. Wäre auch schon ohne die Valuta Ehrfurcht gebietend. Mir egal, dort ist der Dominus. Ich bin ja eigentlich mehr der Mann fürs Grobe, aber ich fürchte, dieses Vorhaben verlangt Finesse. Die Kanalisation mündet in den Fluss. Unter der Brücke kommen wir in die Festung. Sid. Du weißt, warum ich hier bin. Aber was ist mit dir? Du riskierst dein Leben für eine Handvoll Träger. Falschen Leute ihr Eigentum bedroht sehen. Du hast's noch nicht kapiert. Mir geht's nicht nur um Domini und Träger, sondern um alle. Was ich will, ist, dass nicht mehr zählt, was du bist, sondern wer. Aber unsere Welt ist noch nicht bereit dafür. Und bis sie das ist, muss ich den Leuten zeigen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt.
Sag, diese Benedikta, du kennst sie? Das ist eine sehr lange Geschichte. Unterschätz sie nicht, Clive. Einem Kampf mit ihrer Espa wollen wir aus dem Weg gehen. Garuda, Herrin des Winds. Clive. Hm? Talan ist gefallen. Die östlichen Gebiete gehören damit den Orks. Meine Truppen sind marschbereit. Nicht nötig. Und die Minen? Ohne Adamantit war... Die Fäule hat die Minen schon fast verschlungen. Zudem hast du bereits Befehle. Ja, mein Herr. Der Äther, unsere Quelle des Lebens, versiegt. Und so fällt die Welt jeden Tag tiefer in Dunkelheit. Die Ränder zerfallen und das Volk strömt zu den Mutterkristallen, um ihren Segen zu erbitten. Der Krieg, der um diesen Segen gefochten wird, er zerstört uns von innen und führt uns auf den Weg der Vernichtung. Also tut ihr, was ihr müsst. Ich vereine die Domini, damit die Feuer des Krieges erlöschen. Und die Knospen einer neuen Ordnung aus der Asche keimen. Die Welt muss erneuert werden. Und zwar durch meine Hand. Ohne Sidolfus' Verrat wäre es euch schon gelungen. Wieder er. Verlangt es dir immer noch nach ihm? Nein. Natürlich nicht. Mein Herr. Ich will euch. Nur euch allein. Erinnerst du dich an deine erste Ankunft hier im Schloss? Deine blasse Hand in der seinen, fest an dich gedrückt. Das ist schon sehr lange her. Eure ist die einzige Hand, die ich brauche. Zeit. Aber bald, mein Herz, bald weiß die ganze Welt, wessen Hand sie vor dem tiefen Fall in die Dunkelheit auffangen wird. Ich gehöre euch. Lasst mich nie los. Keine Meldung von einem der Wachposten, Milady. Euer Befehl? Zieh die Männer hinter die Mauern, Gerolf. Also ist er hier. Wir locken Sid und seinen Schützling in die Kapelle. Ich werde sie dort empfangen. Jetzt tauchst du hier also auf. Alles ruhig.
Das ist ja ein nützlicher Trick. Musst du mir mal irgendwann beibringen. Aufgeben. Seht das Tor. Ich pack mit an. Ich bitte darum. Tust du nur so, als ob du hebst? Geh durch, Clive. Hast du das gehört? Ja, aber da müssen wir durch. Die Tür führt nur zu mehr Valutern. Suchen wir eine andere. Gibt nur zwei. Ein Fenster tut's auch. Kaiserlichen hätten wir gefunden. Zumindest was von ihnen übrig ist. Mist. Sie sind überall.
Du hast nie halbe Sachen gemacht, oder, Benedikta? Die Festung wurde geradezu überrollt. Verdammt! Nimm mal dieses Gehenne! Hinterher! Sie haben uns erwartet. Ach was. Das war's. Bleib liegen. Knapp vorbei. Ah!
Sid! Komm, nicht dein Tag! Weiter. Die große Gvigo scheint Pläne für uns zu haben. Was zur Hölle ist hier passiert? Bisschen spät für ein Gebet. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt. Für Dramatik hast du gesorgt. Gut. Zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus. Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sedolphus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein, von all dem frei. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant! Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr. Wenn du dich dem Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sedolphus. Bleib da, Clive. Warte!
Vernichtet sie. Wenigstens sind es nicht mehr 3 gegen 1. Rache, Torgal. Pass auf! Fass, Torgal! Thank you.
unten! So weit, was zu tun ist. Nicht zu nah, Torga! Sid, alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Was ist mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Komm, Torgal.